Ja, hallo, guten Tag. Die FDP-Landtagsfraktion hat die Woche die Antwort bekommen auf eine kleine Anfrage an die Landesregierung. Es geht hier um die Rheinvertiefung. Die Rheinvertiefung zwischen Mainz und St. Goar beträgt 1,90 Meter. Auf der restlichen Strecke zwischen Basel und Rotterdam 2,10 Meter. Diese 20 Zentimeter machen es möglich, pro Ladungstonne Schifffahrt die Kosten um 20% zu senken. Weiter ist es möglich, 200 Tonnen mehr zu laden. Bei 50.000 Schifffahrten macht das eine Menge aus, die sich auf den Verbraucher, auf die ganze Wirtschaft in Rheinland-Pfalz durchaus sehr positiv auswirken können. Was hat sich gezeigt? Wir haben gestellt, das Thema ist im Bundesverkehrswegeplan involviert. Der Bund will dieses Projekt umsetzen. Allerdings schafft es der Bund nicht, hier 9 Ingenieure einzustellen beim Bundesschifffahrtsamt, die dieses Projekt weiter nach vorne treiben können. Rheinland-Pfalz hat gemeinsam mit den Bundesländern Hessen und Baden-Württemberg eine Wiesbadener Erklärung verfasst, in dem sie mit Nachdruck den Bund auffordern. Und die FDP-Landtagsfraktion fordert den Bund ebenfalls mit Nachdruck darauf auf, diese 9 Ingenieure einzustellen. Rheinland-Pfalz hat es vorgemacht. Wir haben 70 Ingenieure eingestellt für alle Infrastrukturprojekte mit maximaler Beschleunigung in Rheinland-Pfalz nach vorne zu treiben. Der Bund ist jetzt am Zug. Er muss das Projekt nach vorne treiben und er muss eben diese nötigen Ingenieure einstellen. Wie gesagt, die Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz, auf die Wirtschaft, auf den Markt und somit auch auf Sie, die Verbraucherinnen und Verbraucher, sind enorm. Zum einen haben wir eine wesentlich höhere Umweltbelastung gehabt in Zeiten des Rhein-Niedrigwassers. Sie haben es gemerkt, die LKWs müssen auf die Straße, um zum Beispiel Heizöl aus der Südwestpfalz in Hamburg abholen zu gehen. Der Heizölpreis ist gestiegen. Es hat auch Auswirkungen gehabt auf die Spritpreise. Sie haben das alle gemerkt. Und daher nochmal die Forderung, wir brauchen einen nationalen Plan, um die Wasserstraßen in Deutschland zu europäischen Standards hochzuschrauben. Der Bund muss die Ingenieure einstellen. Das Projekt muss vorangetrieben werden, damit unsere Wirtschaft und somit auch der ganze Markt und Sie alle davon profitieren können und Rheinland-Pfalz weiter nach vorangehen kann. Vielen Dank.